So Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Wir kommen zu dem Bonus-Level. Wir sind wieder in Level 1, weil wir es ja durchgezockt haben, also rein inoffiziell. Aber die Feen haben uns hier eine Rakete hingebaut, die uns in die, ja, knackigen Level bringt, so sage ich das jetzt mal. Gar kein Bock. Gar kein Bock. So. Nun steht dir eine neue Welt offen. Ja. Yay, wir haben richtig Bock. Auf geht's. In Reise durchs Regenbogenland. Das ist Sternlevel 1. Wir nehmen mal die Katzenpeach. Ich glaube, der Level hält sich sogar noch in Grenzen. Wow. Ja, da muss ich aber auch los. So. Mal hier hoch. Ich glaube, hier war das, oder? Jawohl. Zeit grabben. So, ich glaube, das hier war wieder mit diesen komischen Bällen. Ah ja, mhm. Also, wir machen den hier. So, das wäre der erste. Oh, Glück gehabt. Mehr Glück als Verstand wieder mal. Tü, hat geklappt. Alright. So, rüber hier. Jetzt gibt's eine Runde mit Plessy schwimmen. Da drüben wartet er schon auf uns mit dem Checkpoint. Haut drauf, Brudi. Hier haltet ihr euch am besten rechts. Da ist nämlich der Stempel. Hier zwischen diesen Ringen. Seht ihr ihn vielleicht schon? Jawohl. Ein Stern. Und zwei. So, hier ganz fies. In dem Level braucht ihr zwingend eine Feuerblume. Deswegen seht ihr die hier auch bei mir im Fach leuchten. Zack, zack. Und wir gehen wieder da hoch. Ganz fies, Leute. Also, und es gibt hier keine. Komm, verpiss dich. So, wir müssen hier wieder was ausfüllen. So. Ist ein cooles Bild, was am Ende fertig ist. So viel darf ich euch sagen. Yeah. Also es dauert ein bisschen. Diesmal gibt es keine Pow-Dinger. So, wir haben sie gleich alle. Vielleicht erkennt ihr es schon. Ein guter, cooler, altbekannter Nintendo-Held. So. Wir sprechen natürlich von Link. Die Musik, geil, habe ich noch gar nicht gehört. So, jetzt geht's wieder ab. Hoffentlich den dritten Stern. Oh, jetzt wird's sportlich. Aber ja. Ist egal. Ja. So, ein bisschen mehr Schwung holen. Und drüber mit uns. Oh ja. Zack. 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 So, den Geldregen lassen wir stecken. Alles gut. Wir ziehen weiter durch. Stempel ist am Start. Bowser-Flagge. Und natürlich wieder mal alle Sterne. 246. Sehr schön. Und zum nächsten. So, Leute, auf geht's zum nächsten Level. Ich habe mir mal ein paar Katzen geholt, also so ein paar Katzenglocken, damit wir die Supergalaxie, kann ich euch sagen,
richtig nasty Level. Kann ich euch wirklich sagen. So. Schön Geduld haben. Ansonsten fallt ihr hier echt auf die Waffel. Nehmt euch die Zeit, die ihr braucht. Alter. Erster Stern. Übrigens, ganz besonderer Level aber auch. Muss ich auch dazu sagen, hier könnt ihr einen neuen Charakter freispielen. Ja, sowas gibt es in dem Spiel noch. Hier empfehle ich euch, die Kamera zu wechseln, Leute. Wow, Bruder, da muss ich dann auch los. Bremst mal ab, Oma. Jawohl. Deswegen ist hier die Peach ganz praktisch. So. Checkpoint. Yay. So, ihr steigt hier hoch. Kommt ein bisschen was Fieses. Und zwar braucht ihr... Alter, Jungs, chillt mal. Schlimmer als in Call of Duty, Alter. Ihr braucht hier eine Katze, ansonsten kommt ihr nicht weiter. Und ich glaube nicht, dass es hier eine gibt. Ich habe noch keine gefunden. Jawohl. Katze geschafft. Boah, Bruder, jetzt hat aber... Oh. So, da vorne habt ihr euren zweiten Stern. Und zwar genau da. Das war auch schon wieder so crazy shit. Ach ja. Mhm. Ah ja. Sehr gut. So muss das sein. So. Alter, war das schon wieder close. Wow. Alter, übler als in Call of Duty hier. Hat auch noch kein Mensch gesagt, als er Mario gespielt hat, Bruder. Oh mein Gott. Hey, was geht ab, Babe? So, da habt ihr sie freigespielt quasi, nachdem ihr den Level beendet. And that's it. Ja, einer der, wie gesagt, etwas schwereren Levels, Freunde. Haha, aber da ist sie schon mit am Start. Die dürft ihr jetzt auch dann gleich benutzen. Also benutzen in Form Spielen. Ja, Rosalina Stempel ist da. Jawohl. 249. And here we go. Kannst nun auch als Rosalina spielen. Ja, danke schön. Das müsst ihr hier tatsächlich auch gleich machen. Weil da gibt's... I'm ready. Let's go. Let's do this. Ach, dieser Level. Gar kein Bock. So. Da. Da, 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 da. Also, ihr müsst hier eigentlich mit Rosalina... Den einzigen Grund, warum wir sie jetzt auch gerade spielen, sage ich euch, wie es ist. Ihr kriegt hier einen besonderen Button, wo ihr den Stempel quasi mit benutzen könnt. Was bei Rosalina ganz cool ist, sie kann diese Drehung machen, damit etwas länger in der Luft bleiben. Ist ganz praktisch. Aber das war's dann auch schon. Mit den coolen Features. Ja. Ich würde sagen, wir machen erstmal da halt. Hui. So, da einmal langlaufen. Oh, das war mein Handy. Läuft bei dir. Oder da muss ich aber auch los. Einfach runtergefallen wie vom Geisterhand. Dass wenn wir jetzt bei irgendeinem Horror-Stream passiert, wäre ich wahrscheinlich gestorben vor Schreck, Alter. Wow, Bruder, da muss ich aber auch wieder los. Die Kondore müsst auch mal chillen. Yay. Yeah. So, da drüben geht's erstmal weiter. Ich glaube, wir haben nichts vergessen. Nein, es war schon so richtig. Ach, Leute, ich sag's euch. Bisschen angespannt. Da vorne habt ihr euren zweiten Stern. Ja, ja, zieht nur durch, Jungs. So. Ihr müsst einmal hier auf die kleine Walze.
hier euer Stern. Sehr schön. Weg mit dir, Schmutz. Da habt ihr einen Boomerang. Versucht ihn so lange wie möglich zu halten. Glaubt mir, Leute, es ist gar nicht so einfach. Oh mein Gott, Bruder. Jetzt muss ich dann aber auch langsam los. So scheiße, wie ich gerade spiele. So, wir gehen hier rüber, weil hier drüben findet ihr auch gleich den Grund, warum wir mit Rosalina überhaupt spielen. Piss dich. Jawohl. Unser Stempel. Yeah. Also, jetzt gibt es nur noch einen Stern für uns. Der ist nicht ganz so ohne. Was hier? Ah ja, genau. Das Ding hier braucht ihr. Und ihr müsst es schaffen, dass die Hummel euch hier nicht erwischt. Alter, das ist netter Ernst. Boah, Bruder. Boah, es ist so übel. Verpiss dich, Hummel! Ach, Gott sei Dank. Und that's 100% for you guys. Hey, Chicksey, was machst du? Oh, Bruder. Ich dachte, Alter... Los, raus hier, ey. Ich hab keinen Bock mehr. Psy! Alter. Puh, den hatte ich irgendwie leichter in Erinnerung, den Level. Woohoo! Bam. Wird immer voller. Es gibt auch nicht mehr viele. So wie darf ich euch sagen. 252. Alle gefunden. So, wir gehen in Sternwelt 4 rauf auf den Zielpfahl. Alles klar, Brudi. Dann ja, was war? Ach ja. You gotta pace it up. So, Leute. Da gehen wir gleich nochmal raus. Sorry, Leute. War richtig dumm von mir. Hier geht's wirklich um Geschwindigkeit. Und wenn es um Geschwindigkeit geht, dann gibt es eigentlich nur einen Mann für uns. Und das ist Toad. Und hier braucht ihr, müsst ihr wirklich pacen. Also hier müsst ihr Gas geben, Freunde. Ohne Ende. Let's do this. Ihr denkt euch, hey, der Level ist ja gleich rum. Bruder läuft. Ah, am Arsch. Zieh was durch, zieh durch, Brudi. Du bist ein Schmutztyp. Ich möchte gerade nicht wissen, wie mein Gesicht aussieht. Holy hell. Ich jetzt. Da hinten ist nämlich noch euer Stern. Noch 22 Sekunden. Die Punktzahl ist mir wurscht. Hauptsache alles geholt und Level geschafft. Stark gemacht. Wir haben nicht viel Zeit. Und wie gesagt, Leute, ich empfehle euch hier wirklich den Toad. Dann seid ihr nämlich ratzfatz durch. Und seid super schnell. Hey, ich habe einen geschafft in dieser Welt, ohne vorher zu sterben. Ich glaub's ja nicht. So, was würde ich sagen? Bisschen Captain Toad? Ich würde sagen, ja. Aber erstmal geht's in die Slots. So. Toad darf die Slots machen. Here we go. Glocke.
Ach, das war so wieder so kackschlecht. Immerhin 3 Leben. Yeah! Da wir schon mit dem Toad unterwegs sind, machen wir uns jetzt auf den Weg zu Kapitän Toad. Obwohl, wir nehmen noch den Stempel für Lauda unten rechts mit. Tada! Yeah! Gesagt, unsere Stempelkarte wird langsam voll. Auf geht's zu Kapitän Toad. Holen wir uns noch 5 Sterne. Kapitän Toad ist am Rotieren. Ah ja. Dann rotier mal, Brudi. Ah ja, ich weiß wieder. Oh mein Gott. So, wenn ihr auf dieses P geht, dann dreht sich das Ganze. So wie ihr hier gerade gesehen habt. Der kann mal diese Schrift da weggehen, bitte. Das ist super nervig. So, wartet kurz. Müsst an dem Dude vorbei. Wieder hier runter. Nur bei 2 von 5. So, wir brauchen irgendwo einen Switch. Jawohl, da haben wir einen. Kamera drehen. Wie war das hier nochmal? Ah ja, ich würde sagen, gehen wir hier lang. Ah ja. Kurz warten. Brauchen wir jetzt wieder einen Switch. Da kommen wir hier hoch. Ganz schön durchdachtes Ding, ey. Wow! So, wir sind jetzt beim Anfang nochmal. So. Ah ja, wir können uns eigentlich hier einfach runterfallen lassen. Ich zeige euch das. So, dann gehen wir hier hinten rum. Jawohl! Und dann gehen wir hier hoch. Und that's number 5. And that's it. Sehr stark. Sehr stark. Bisschen das Hirn anmachen müssen gerade. So. 5 Sterne wieder mal rein in die Tasche. 260. Läuft. So. Was war das? Bombenspaß im Land der Blöcke. Ich kann mich nicht erinnern. Ah, doch, ich kann mich erinnern. Die Musik, Rudi. Tanuki! Ah, der war. Ich fand den Level, glaube ich, der war ganz angenehm. So, hier geheimer. Kein Versteck. Auch hier. Mal alle den Schmutz weg. Und zwar, da hinten gibt es nämlich einen Stempel. Dafür braucht ihr das hauptsächlich. Peach sieht voll durch. Das war, glaube ich, nicht clever, was ich gerade gemacht habe. Nee, das war überhaupt nicht clever. Ah, wohl, alles gut. So, jetzt aber schnell. Jawohl. Ein Stern, ein Stempel. Läuft doch ganz gut bisher. Gute Ausbeute. So. Checkpoint ist auch da. Yay!
Ah, Tanuki. So, da hinten seht ihr diesen grauen Felsbrocken. Den braucht ihr tatsächlich. Holy hell. So, und dann gehen wir hier wieder zurück. Sehr schön. Dann fehlt uns noch... Jetzt müssen wir ihr, genau, ihr müssen wir wieder diese... Oh, okay, Jungs, okay, chillt mal. So. Ist da. Da, 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 da. Da haben wir doch noch eine. Ich glaube, wir sind jetzt bei hier. Boing. Nummer 5. Lasst euch aber noch nicht täuschen, da gehen wir noch nicht rein. Bruder, jetzt muss ich aber dann auch los. Und zwar gehen wir hier hinter. So, und dann... Oh ja, stellen wir uns erstmal blöd an. Zack, zack, zack. Komm, mach mal noch einen. Und das ist unser letzter Stern. That's 100%, ja. Und rein da. So. Richtig durchgezogen. Juhu. Natürlich easy. Obwohl, doch, der war richtig einfach. Der war richtig einfach. So. Läuft doch bei uns. Weiterer Stempel. Luigi als, ja, Tanuki, glaube ich. Sehr schön. 263. Läuft sehr gut. Oh Gott, dieser Level. Hell. Aber nein, obwohl der geht. Er geht. Er geht. Er geht. Wandern auf dem Wabenweg. Wie ihr irgendwie gemerkt habt, so während des Let's Plays, Peach ist mir dann schon doch ein bisschen ans Herz gewachsen. Den Tausch hätte ich zwar jetzt nicht so gern gemacht, aber es ist okay. Hier müsst ihr übrigens gleich an einer Stelle alle Typen umnieten. Also ich glaube auch hier noch nicht. Erstmal habt ihr hier die Stelle. Deswegen auch unbedingt den Boomerang mitnehmen. Und da habt ihr Star Number One. So, ein geiler Soundtrack übrigens von diesem Spiel. Sucht seinesgleichen, muss man wirklich auch mal so klar sagen. Richtig geiler Baba-Soundtrack. Kirsche holen. So. Machen wir zwei Boomerangs da auch. Hier müsst ihr alle killen, um den grünen Stern zu bekommen. Und hier, it spawned. Musik, traumhaft. So, ziehen wir mal ein bisschen an mit dem Schwierigkeitsgrad, ja? Was sagt ihr? Wow, Bruder, da muss ich auch los. Lasst euch hier nicht baiten mit dem Lava-Ding, ey. Wie oft ich daran verreckt bin. Wow, Bruder, jetzt... Jetzt ich dich tappen. Hummeln auch noch, Alter. Okay, ihr habt nur noch einen. Passt auf die Mitte auf. Da habt ihr euren Stempel. Oh mein Gott, ich hab's geschafft aufs erste Mal. Ich glaub's gerade gar nicht. Look at here. Hier gibt's keinen Checkpoint in dem Level. So wie darf ich euch sagen.
was really good. So. Peach enttäuscht einfach nicht. Einfach genial. So. And another stamp. Stempelkarte ist fast voll. Wir sind auch... Also nach dieser Welt kommen noch drei Welten. Und die haben es richtig in sich. So viel darf ich euch verraten. So, schauen wir mal hier rein. Das ist die Grotte der Giganten. Na ja, dann. Auf geht's. Da ich Peach sehr feier. Gehen wir weiter als Peach. Und zieh mal durch hier. Jawohl. Ich habe mich gerade aber eher wieder so schlecht erinnern an den Level, muss ich ganz ehrlich zugeben. Extra Leben ist da. Oh yeah. Piss dich! Jawohl. Räume platt machen. Da habt ihr euren Stempel übrigens. Da habt ihr euren ersten Stern. Genauso müsst ihr das machen. Arschbombe! So, weiter geht's. Wow, 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 chill mal, Bro. Jetzt aber gut. So, da geht ihr mal hier hoch. Da oben, wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt. It's Big Peach Time. Oder was los? Hey, what the hell? Hey, what the hell? Warum hat... Okay. Hauptsache, wir haben es kaputt gemacht. Wir können durchschwimmen. Alles gut. Nice! Ihr in die Röhre aber reingeht, Leute, da schwimmt ihr einmal hier hoch. Habt ihr hier eine geheime Röhre? Und jetzt Bonus Level Time. Was haben wir hier? Ich weiß gar nicht, ob das eine gute Idee ist, sie zu nehmen. Ich denke mal schon. That's it. Number 3. Jetzt dürft ihr in die Röhre und euch aufs Ziel vorbereiten. So. Da-da-da-da-da-da. So. So schlecht. Also manchmal täuscht die Perspektive tatsächlich sehr. Probieren es mal so. Okay. Wir probieren es nochmal. Es ist dein Ernst jetzt! Und dann trotzdem voll versagt. Ach, Leute. Wurscht! Wurscht! Hauptsache geschafft. Ich wollte es probieren, aber ist leider nichts geworden draus. Alright. 269. Oh, Grusel-Level. Immer gut. Spuk im Winternebel. Relativ simpel. Ich sammelt erstmal diese Münzen. Ihr braucht 5 Stück und dann geht es im Level erstmal weiter. Das ist nicht so... Also hier, wo wir jetzt gerade sind, da gibt es auch nicht viel zu tun. Voll. Ach Leute, macht doch jetzt kein Auge hier.
Da habt ihr noch eine. Das ist Nummer 3. Schmutz. So, wir gehen mal gleich mal eine Sache machen. Hier können wir uns nämlich gleich mal einen grünen Stern holen. Zeige ich euch wie. Und zwar... Let's go. Zieh durch, Peach. Und zwar so. Da, Brody. Danke dir. Also euer erster Stern. So, dann können wir hier gleich mal... Auf der Seite. Hier müsst ihr dann in der Mitte rein. Hier ist noch eine Münze. Jawohl. Und dann gibt es eigentlich nur noch eine. Das war ganz schön knapp, Alter. So. Hier gibt es erstmal Zeit. And that's it. Number 5. Nicht schwer. Und rein mit uns. Ist aber kein Spuk hier. Mit Spukhäusern erwarte ich mir was anderes. Jetzt aber da nichts vergessen. Nee, 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 nee. Alles gut. Alles gut. Wir brauchen noch ein bisschen was, wie ihr seht. Wir brauchen noch 2 Sterne und einen Stempel. Aber erstmal gibt es einen Checkpoint. Ach ja, ich erinnere mich. Also, ich habe noch nicht herausgefunden, was das Problem mit diesem Nebel ist, weil ganz ehrlich, wenn ihr in den Nebel geht, ist scheißegal. Passiert euch nichts. So, hier habe ich ein bisschen gebraucht, bis ich da damals draufgekommen bin. Ihr müsst euch hier den Schneeball schnappen und schmeißen. Dann kriegt ihr den Stern. So klingt simpel, aber wenn man es nicht weiß, beschissen. Chillen. So. Jetzt ganz entspannt bleiben, Freunde. Peach, mach jetzt mal kein Auge, Brudi. Ich dachte, ich renne jetzt so straight in die Hölle. So, und das war's auch schon, Freunde. Wir haben alle Stempel in diesem Level. Timing time. Jawohl. Wunderbar. Level beendet. Spuk im Winternebel, glaube ich, hieß es. Toll. Salina als Katze. So, und auch hier. 272. Sehr schön. So, den machen wir aber noch nicht. Erstmal gehen wir in die Slots. Slots sind da unten. So. Haben wir noch nicht genug Leben? Ich glaube, wir werden noch einige Leben brauchen. Vor allem ab jetzt, nach dem Level, wird es auch richtig knüppelhart. So, Blume. Ach, das war schon wieder... Immer bei meinem dritten Hit irgendwie verkacke ich's. Egal, 3 Leben nehme ich mit. 124, Leute. Ich glaube, wir können ein paar Mal sterben. So. Das war's. Wir gehen noch nicht zu dem. Oder? Ja, warte mal. Gab es ja eigentlich noch ein Rätselhaus oder sowas? Nee, oder? Mal gucken. Gucken mal, ob wir alles haben. Passt, passt, passt. Oh, nee, gibt's ja gar keins. Na dann. Let's do this. Oh, dieser Level, Leute. Ich sag's euch, dieser Level. Der war gar nicht ohne. Das war etwas, was für fortgeschritten. Also wenn ihr den nicht auf Anhieb habt, packt ich auch, bis auch nicht geschafft. Schwere Stränge. Alter. Schwere Sterngeschütze. Bruder, da muss ich dann auch los, wenn man Stränge, was auch immer ich gelesen habe. Da habe ich zwar mal einen Perspektivenjump nicht auf die Reihe gekriegt. Ich hoffe, jetzt kriegt sich mein Auge langsam ein und
wir können tatsächlich mal ein bisschen Progress machen. Haben wir es ganz verkackt. Ist das, wir fahren vor. Egal. Was ist mit diesen blöden, knochentrockenen Schmutzviechern da? Wir müssen nochmal zurück, Leute. Sorry. So. So. Endlich ein Stempel geholt. Du verpiss dich. Und tschüss. Edzard, sorry Leute, hat ein bisschen gedauert. Ein bisschen Blade angestellt. Alright. Wir ballern uns schön durch. Was mache ich jetzt? Hallo. So, Katze ist hier wirklich essentiell. Ansonsten müsst ihr euch an diesen Bomben da hochhangeln. Und glaubt mir, das macht überhaupt gar keinen Spaß. So, Stern Nummer 1 ist da. Katze zieht durch. Und Underwater Time. Ich habe jetzt gerade so nicht auf dem Schirm. Wo es hier noch Sterne und so gibt. Ah ja, doch, einer fällt mir gerade ein. Und zwar hier unten. Da müsste jetzt Stern drin sein. Jawohl. 2 von 3. Und dann ist es eigentlich nur noch einer. Wow. Da oben ist nichts drin. So viel habe ich euch auch verraten. Wow, war das knapp schon wieder. Alright. Die Stelle ist eigentlich gar nicht schwer. Jetzt kommt erstmal der Check. Ach ja, ich weiß wieder. Der Stern hat es in sich. Ugh. Aber wir haben es fast. Wir haben es tatsächlich fast, Leute. So, umgeswitcht. Einmal hier durchziehen. Jawohl, so wollten wir es. Dann fahren wir wieder zurück. Jetzt kommt meiner Meinung nach erst das Harte. Weil dann schon wieder diese knochentrockenen Schmutzmenschen dabei sind. Für einen Typ ohne Aim wie mich, das ist ganz übel. Jetzt aber Schluss hier. Boah. Oh, oh, oh. Seht ihr, was ich meine? Wow. Piss dich. Oh. Ich bewege mich nicht, ich bin noch nicht verrückt, Alter. So, jetzt ist es nochmal spannend. Diesmal mach ich's. Diesmal schaffe ich das. Ich schaff das. Ja, genau so
Sorry, Leute. Ich mach's nochmal spannend zum Schluss. Bis die Zeit abläuft. Alter, Kerl, jetzt mach mal gescheit. Ehrlich. Kennt ihr das, wenn ihr euch am liebsten selbst voll eine ballern würdet gerade? Genauso viel... Oma, willst du mich verarschen jetzt? Jetzt läuft die Zeit echt gleich ab. Ja. Leck mich am Arsch. Ohne Scheiß. Ein Armutszeugnis an Skill. Habe ich noch nicht erlebt. Sowas Schlimmes, Schlechtes. Aber ja, Gott sei Dank, Scheiße geschafft. Jetzt wieder runterkommen. Stempel. Jawohl. Boah, jetzt ist die Stempelkarte fast voll. So, Leute. Damit geht's ab zur nächsten Rakete. Nun steht dir die Bonuswelt offen. Ja, ich dachte, das hier ist schon eine Bonuswelt, aber okay. So, Leute, ich sag tausend Dank. Schön, dass ihr mit dabei wart in der Sternenbonuswelt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein.